All-in-One-Sports-VR ist für 19,99 € via AppLab verfügbar und in diesem Video bekommt ihr meinen ersten Eindruck von dieser umfangreichen Sportspielesammlung. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, zwei Versionen von All-in-One-Sports zu gewinnen. Was ihr dafür tun müsst, kommentiert dieses Video, lasst ein Like da und abonniert die Zockstube. Wer gewonnen hat, erfahrt ihr auf dem Discord der Zockstube am kommenden Sonntag. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Quest noch besser machen könnt, dann schaut doch mal in diese Infokarte. Da findet ihr die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials, die jeder Questnutzer kennen sollte. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei meinem ersten Eindruck zu All-in-One Sports. So, da sind wir in All-in-One Sports im Startbildschirm. Und hier kann man schon sehen, was wir für Sportarten haben. Das ist ja cool gemacht. Ihr könnt erstmal euren Charakter customizen. Habt ihr ein paar Einstellungsmöglichkeiten, Medaillen, die ihr sammeln könnt. Wir haben Basketball, Tischtennis, Bogenschießen, Tennis, Billard, Baseball, Golf, Boxen, Dart. Das sieht aus wie Squash und Bowling. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Komm, starten wir doch mal mit. Komm, ich hab noch nicht Billard gespielt auf der Quest. Da habt ihr dann die Möglichkeit, Singleplayer, Multiplayer oder ja eben passwortgeschütztes Game zu machen. Wir gucken mal eben in den Multiplayer-Modus, er ist am Connecten. Könnt ihr euch ja hier im Matching-Prozess finden. Das möchte ich jetzt gerade aber nicht. Natürlich könnt ihr euch hier auch zu dem Game immer auf... Habe ich es jetzt ganz ausgemacht? Ach, der Knopf da unten ist für ganz aus. Okay, das wollte ich nicht. Natürlich könnt ihr euch zu dem Spiel auch eben auf dem Discord der Zockstube verabreden und da ein bisschen zocken. Und ja, wir spielen jetzt erstmal im Singleplayer, aber ihr seht, es gibt einen Multiplayer-Modus, es gibt hier auch einen mit Roomcode. Und ja, dann könnt ihr euch das Level aussuchen. Wir sind Level 1 und spielen jetzt gegen, also wir spielen gegen einen Level 1-Gegner so. Und mal gucken. Mal gucken. Umgebung ist ganz nett gemacht. Ah. Ach, guck mal, da wird dann automatisch angezielt. Ihr seht, wo die Kugel landet und dann könnt ihr hier... Zack. Da kenne ich jemanden, dem das gefallen wird. So. Guck mal da hinten, da können wir doch einfach mal reinwemsen, oder? Guck mal, die Kugel da ordentlich gegen. Jawohl, wir haben die vollen. Ach, guck mal, dann platziert er uns automatisch und jetzt können wir gucken. Ach, jetzt können wir, guck mal, da können wir den Tisch auch so langsam drehen, das ist ja auch cool. Na, mal gucken. Ach, Kacke. Fast noch reingegangen. Ja gut, da habe ich den jetzt aufgelegt. Haut er rein. Der Hase. Okay, dann... Ach, okay, ich kann den platzieren, wo ich möchte. Ja, dann packen wir den doch mal dahin. Jetzt. Okay. Ey, das ist gut umgesetzt. Das ist richtig, richtig gut umgesetzt. Mal gucken. Ja. Badums. Komm, wenn ich den feste dagegen wems. Ja. Nein! Eine Kugel von ihm reingemacht. Mhm, mhm, mhm.
Okay. Drin ist er. Müssen wir gleich das gegenüberliegende Loch oder? Ein bisschen Gefühl. Jo. Ist jetzt egal in welches Loch oder was? Nein! Den letzten verkacke ich. Man kann auch so mitten auf den Tisch. Jetzt räumt der Hase hier aber ab, wa? Also das ist hier mal super, wenn es um Billard geht. Vor allem auch mit Multiplayer. Oh. Ja, Freeball ist jetzt gerade nicht schlecht. Ich hoffe, das ist jetzt das richtige Loch. Untersteh dich, weiße Kugel. So, Level 1 gerockt. Denke ich mal. You win. I win! Ja, Mann. So, so ein Game brauchen wir im Store, Leute. Ich sag's euch, wie es ist. Ach, guck mal, was haben wir denn hier? Language? Guck mal, Deutsch. Das ist ja auch mal selten. Guck mal, Linkshänder können wir einstellen. Ist ja auch mal selten für so ein Game. Also, was haben wir denn sonst? Guck mal, Bowling haben wir. Baseball haben wir schon häufiger. Golf haben wir häufiger. Ich will euch jetzt mal Hot, das ist Tennis, Bogenschießen. Nee. Gucken wir uns das nochmal an. Und alles auch in der Möglichkeit, im Multiplayer zu spielen, gegen eure Freunde. Sehr, sehr cool. Ach, und da nochmal die Erinnerung, wenn ihr teilnehmen wollt am Gewinnspiel zu diesem Game, dann kommentiert dieses Video, lasst ein Däumchen oben da, abonniert die Zockstube. Die Auslosung findet am kommenden Sonntag auf dem Discord der Zockstube statt, wo ihr im Übrigen auch Fragen stellen könnt, wo ihr Leute aus der Community treffen könnt, wo ihr Multiplayer-Sessions verabreden könnt. Da haben wir einen extra großen Multiplayer-Bereich. Warte mal, jetzt muss ich mal eben gucken. Ich brauche hier linke Hand. Warte mal, rechte Hand. Ne, so ist mir eigentlich. Ne, oder linke Hand? Na, so, okay. Okay. Zero. Oh. Three, okay. Ready. Ach, guck mal, so kann man dann zielen. Sehr cool. Nein, oh, das ist cool gemacht, das sieht auch gut aus mit der Umgebung. Es hat so ein bisschen was von Wii Sports. Oben läuft ein Timer. Zero. Verlieren. Okay. Nein. Ready. Zero. Der ist ja voll drüber gegangen. Eight. Oh, fuck. Ready. Zero. Scheiße. Habe ich zu feste gemacht? Oh, verdammt. Hier habe ich verloren. Kacke. Kacke. Okay, aber da habt ihr Bogenschießen. Basketball. Also, man kriegt hier aber auch immer so gute Unterstützung. Also beispielsweise gerade beim Bogenschießen mit dem Ranzoom. Das ist echt cool gemacht. Bin ich mal gespannt, wie die Baseball umgesetzt haben. Basketball. Oh. 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 Doch, ist cool umgesetzt. Aber trotzdem, das braucht hier mehr Übung als die anderen Sachen.
Wieso wirft er denn einen nach dem anderen, ey? Oh, erster Treffer. Oh. Geh rein, Mann. Jetzt gleich mache ich hier mal einen Korbleger im Studio. Einfach mal alles abreißen. Geh rein. Ja. Wie viel steht? 13 zu 2. Also das hier braucht einen Ticken. Das Ding braucht hier einen Ticken Übung. Ach, bessere Position. Oh. Von hier, die werfe ich alle mit zu viel Kraft, wa? Kann ich die Position von gerade wieder haben? Na komm, zumindest 9 reingemacht. Oh, 20 zu 9. Auch cool gemacht. Auch cool gemacht, Leute. Kannst du nix sagen. Komm, einen gucken wir uns an. Darts haben wir ja schon. Na, dann gucke ich jetzt mal. Ne, Badminton ist das. Ja, komm, Badminton. Ja, und wenn ihr euch hier für weitere Sportarten interessiert, dann schreibt das doch auch mal in die Kommentare. Dann kann ich eventuell noch mal ein zweites Video zu diesem Game machen und euch eben zeigen. Cool. Richtig. Richtig cool. Aha. Out. Okay, er hat Service. Out. Verdammt. Sind wir schon hinten. Sah gerade so gut aus. Okay. Nein! Da wollte ich den mal Assi spielen. Na komm. Geht der nicht ran. Ah, Mist. Also die Physik hier von dem Spiel, das ist mega gut gelöst. Ich bin gerade echt begeistert und so vielfältig. Leider kann ich hier nicht alle Sportarten in dem Video testen, aber zumindest konnte ich jetzt hier mal die Sportarten, die noch nicht in anderen Apps vertreten sind, mir mal etwas genauer anschauen. Advantage Zockstube! Da. Nein! Komm, Dildo. Advantage. Scheiße. Nein. Ja. Unabhängig davon, wie erfolgreich ich jetzt in diesem Game war, finde ich das hier absolut geil und für 19,99 Euro aus meiner Sicht echt schon fast ein Pflichtkauf. Ich meine, guckt euch mal an, All-in-One-Sports ist hier mal wirklich berechtigt der Name. Ihr kriegt für 19,99 Euro im Single und im Multiplayer Badminton, Darts, Bowling, Boxen, Baseball. Ist das richtiges Golf? Nee, richtiges Golf, so wie es aussieht. Dann bekommt ihr Tennis,
Billard, was wirklich gut umgesetzt ist, Bogenschießen, Tischtennis und Basketball. Was wollt ihr mehr? Ihr könnt hier euren Avatar noch customizen. Also aus meiner Sicht, ganz ehrlich, absolute Empfehlung. Däumchen hoch für diese App. Und wie gesagt, wenn ihr gewinnen möchtet, schreibt in die Kommentare, lasst ein Däumchen oben da, abonniert die Zockstube, empfehlt vielleicht auch dieses Video weiter, damit andere darauf aufmerksam werden. Die Auslosung findet am Sonntag auf dem Discord der Zockstube statt. Und ja, von mir gibt es eine absolute Empfehlung. Ich bin jetzt aber gespannt, von euch zu lesen. Wollt ihr wissen, wie ihr eure Quest noch besser machen könnt, dann schaut doch mal in diese Playlist. Da findet ihr die wichtigsten Tipps, Tricks und Tutorials für jeden Questnutzer. Vielen Dank an meine Patreons, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video der Zockstube. Ciao, Leute!